Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Batman. Hier unten, Freunde, sind drei Ganoven, drei Schweinepriester, um ehrlich zu sein. Drei solcher tollen Menschen, die natürlich ans Jenseits glauben werden. Und hier natürlich persönlich am Start. Ich habe hier einen Trick 17 vor, ich zeige euch den jetzt mal. Ich werde den Batarang nehmen und dann einfach mal den ein bisschen Angst einjagen, nämlich jetzt. Oh, das geht gerade gar nicht, alles klar. Da muss ich wohl einmal hier rüber springen. So, Freunde, und jetzt mache ich's. Let's go. Was? Wieso geht das nicht? Okay, Trick 17 funktioniert anscheinend nicht so. Ich habe eine Idee. Oh, shit. Wir haben verkackt. Ja, ich hab verloren. Ach du heiliger Strohsack. Junge, was ging denn bei dem denn ab? Habt ihr gesehen, wie er ausgerastet ist? Alter, was ist er denn für einer? Ey, hätte ich jetzt ansatzweise nicht gerecht, dass wir so dermaßen verkacken würden, bin ich euch ehrlich. Hey, was war denn das jetzt? Jetzt müssen wir sowieso alles von neu machen, oder, Freunde? Er war eigentlich okay. Ja, genau. Dumm wie Brot, aber okay. Was ja, Leute, ganz ehrlich, die können wir ignorieren. Hat sich eine Überdosis verpasst. Womit? Tja, das weiß niemand so genau. Mit dem Stoff, den Dr. Crane bringt. Können wir ignorieren. Wir gehen einfach an dieselbe Stelle hier. Ach du meine Güte, ey. Also wirklich ärgerlich. Hä, was hätten wir denn sonst da machen sollen? Ich hab doch nichts anderes. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Um ehrlich zu sein. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Was hätte ich denn sonst machen sollen vorhin? Hä? Das ist doch die einzige Möglichkeit gewesen, ihn da so... Ja, sicher, ey, ganz ehrlich. Alter, ganz ehrlich, Pistolen und Waffen in dem Spiel sind so krass gemeingefährlich. Die machen so viel Schaden, das kann man nicht in Worte fassen. Jetzt war alles von neu, oder was? Wie lächerlich. Toll, wirklich. Boah, Wahnsinn, ehrlich. Du weißt, wer ich bin. Batman, bitte, rauben Sie mir nicht die Seele. Guter Ansatz. Wo ist Dr. Crane? Was war das denn gerade, ehrlich? Er hält neuerdings alles streng geheim. Sein Auftraggeber scheint ihn nervös zu machen. Wer weiß, wo ich Crane finde? Der Pilot! Auf dem Dach wartet ein Pilot. Er bringt das Toxin von Crane zu uns. Er kann sie zu ihm führen. Dankeschön. Ich schätze, ich muss mich mit diesem Helikopterpiloten unterhalten. Wenn Sie gestatten, Sir, warum sollte er mit Ihnen reden, solange er einen Fluchtweg hat? Stimmt. Ich muss zuerst den Helikopter sabotieren, damit das Vögelchen nicht ausfliegt. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll gleich, ne? Also jetzt das gleiche Spiel nochmal. Und, ja, das wird schwierig, glaube ich. Das wird äußerst schwierig, muss man einfach sagen hier an der Stelle. Wie soll ich denn da, was soll ich da machen? Beschädigter Pfeiler. Batarang. Das kann nur das sein, Freund. Ich weiß, also ich muss das doch kaputt kriegen. Ach, ich hab's. Ich muss hier weiter runter. Jetzt. Oh Mist, das gefällt mir überhaupt nicht. Das war kein Unfall. Da draußen ist irgendwas. Das ist dein schönster Urlaub hier. Willkommen. Multi-Angriff. Und zack. Und Multi-Angriff. Aua, Messer. Alter, er hat ein Messer dabei. Junge, er hat ein Messer dabei. Halloween war schon, Kumpel. Halloween war schon, jetzt gibt's nochmal Halloween, Kumpel. Du Bastard, ey.
Mit so einer Angst haben richtig Angst, ne? Ihr Pisser, ey. Unfassbar, ehrlich. Vorhin habe ich den übelsten. Vorhin habt ihr mich übelst abgekackt und so, ne? Habt ihr gesehen, wer draufgesprungen ist? Auch nicht schlecht. So, von dort aus, glaube ich, geht die Tür wahrscheinlich nicht auf, ne? Ach, hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. So, die Frage ist, wo lang wir müssen. Ich gehe einfach mal hier lang. Ja, einmal öffnen. Ah! Okay. Noch so ein Schloss irgendwie. Nice, let's go. Ein Checkpoint, geht doch. Auf den habe ich gewartet. Und hier haben wir Medizin. Gibt's irgendwas Neues über diesen Fledermaustypen? Den gibt's gar nicht. Die reden über ihn, als wäre er eine Art Dämon oder so. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe gehört, wie ein paar von Falconis Leuten über ihn geredet haben. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Boah, dieses Batman ist einfach unglaublich geil gemacht, wirklich. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier wird es richtig voll sein, wahrscheinlich. Hier sind ein paar Schläger, die haben alle Waffen. Ich muss höllisch aufpassen. Ein falscher Move und ich bin tot. Aber sowas von. Und normalerweise müssen die ja überall meinen Schatten und so finden. Falconi ist Geschichte. Die Cops haben ihn hochgenommen. Nein, das war der Fledermaustyp. Angeblich wird er zum Dämon, wenn du Angst hast. Was für Angst haben? Was labert der für eine Kacke? Kann ich hier runter? Ich mach's jetzt einfach. Oh, knapp. Okay, hier auf jeden Fall sind welche, hundertprozentig. Bin ja oben, von oben gekommen. Oh Gott, ich gehe jetzt einfach mal, Leute. Shit. Das liegt nur an dem Chemiemüll, den wir für den Doktor rumschleppen. Der macht uns alle irre. Ich weiß nicht, Mann. Wie viele Leute müssen denselben Albtraum haben, damit er wahr ist? Boah, krass, ich bin einfach runtergesprungen. Das war gefährlich. Ich weiß nämlich nicht, ob hier noch Gegner sind oder so. Oh, shit. Da ist einer. Auf 12 Uhr. Zeig dich, du Esel. Wir holen uns den, oder? Freunde, komm. Jetzt. Zack. Also Sneaky zu killen ist am besten. Sneaky zu killen, meiner Meinung nach. Ah, ist ein Ablenkungsmanöver hier. Wir können uns hier ein Ablenkungsmanöver gönnen. Guckt euch das mal an. Ha, ich weiß, was ich mache. Wir müssen einmal kurz nach oben. Und dann könnten wir... Das ist ein Ablenkungsmanöver. Ich muss nur gucken, ob ich gut durchkomme. Ui, 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 ui. Betthaken. Hoch. Kann ich hier runter? Ich glaube schon. So, und da können wir so einen Betthaken rein. Komm. Batarang. Die haben keine Waffen. Was in aller Welt? Da ist irgendwas. Oh, ist das geil, Alter. Oh Mann, mir gefällt das nicht. So geil, ich komme. Wie sollte das passieren? Ja, Abwehr wehren, Abwehr. Oh, jo, jo, keine Musik hier auch noch. Zusätzlich. Pisser. Steh bloß nicht auf. Was mit dir? Messer weg. Oh, jo, hat richtig Angst. Ja, kann ich verstehen. Wenn so eine Fledermaus auf mich losgehen würde, hätte ich auch richtig Angst. Alter. Krass, der hat eine große Klappe hier, aber sowas von. Steh bloß nicht auf. So, der andere ist auf dem Boden. Die können wir uns auch eigentlich holen. Warte mal. Mach mal hier kurz. Guck mal kurz hier.
Eigentlich muss ich, gehe auch mal runterkommen. Die holen uns auch noch, Leute. Was in aller Welt? Boah, Junge, ey, der hat noch einen Baseballschläger. Bist du so ein Messer oder so? Ja, der hat einen Baseballschläger. Der denkt, boah, der sieht richtig aggressiv aus. Ich habe so einen Hass auf den, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Aber übel. So, hier kann man mal öffnen, Militärkiste. HF-Transporter. Ach, guck mal, hier ist ein Schlüssel. Ja, kein Wunder. Also hätten wir die sowieso, also hätten wir wahrscheinlich sowieso machen müssen, ne? Mal so gesagt, also. Ich muss oben lang. Ich muss oben lang. Okay. Da kann er nicht rüber. Muss ich hier dann rüber oder was? Nee, da ist auch Unsinn. Ja, komm, mach mal den hier. Eieiei. So, Schlüssel. Sehr gut. Uiuiui, gleich wird's übel. Kann's mir gar nicht anders vorstellen. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich komme jetzt immer näher zu diesem Crane oder wie der heißt. Habe ich das dumpfe Gefühl. Das kann durchaus sein jetzt gleich, wirklich. Weit und breit keiner. Wo könnten die Leute sein? Es geht noch weiter hoch. Dieses Tor ist abgesperrt und kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Oh, nee, jetzt müssen wir Schlüssel suchen, oder was? Oh, toll, hat nur noch das gefehlt. Was ist das? Ah, Medizin. Sehr gut, brauchen wir. Boah, krass. 4 Dosen. Ah, nee, warum haben wir Medizin jetzt schon genutzt? Hätten wir auch später machen können. Vielleicht hätten wir es nutzen können, wisst ihr? Viel später, wenn ich jetzt so viel Damage kassiere oder so. Wäre das echt sinnvoll gewesen. Pass auf, Mann, dass du das Zeug nicht an die Hände kriegst. Crane sagt, solange er es nicht verarbeitet hat, ist es harmlos. Oh, Leute, glaubst, ich hab ne Idee. Du mal mit diesen Frankensteinschlägern und den roten Overalls reden. Meinst du diese Glatzköpfe? Genau die. Die rasieren sich den Schädel, um sich nicht gegenseitig zu skalpieren. Schutzhandschuhe wären gut. So, Battering. Digga, ich bin selber gestorben, oder was? Was ist denn das jetzt? Was war denn das jetzt gerade? Ich bin einfach selbst gestorben. Wie viel Schaden hat das denn bitte angerichtet? Es muss ja richtig viel Schaden angerichtet haben, wenn ich schon so sterbe. Hä? Wie viel Schaden muss ich kassiert haben jetzt gerade? Jetzt mal ohne Witz. Ja, okay, also da brauche ich gar nicht lang gehen. Medizin nehme ich jetzt auch nicht, weil wir brauchen es echt nicht gerade. So, gehen wir einmal hier durch. Und das Teil brauche ich auch nicht kaputt machen, ne? Anscheinend. Pass auf, Mann, dass du das Zeug nicht an die Hände kriegst. Crane sagt, solange er es nicht verarbeitet hat, ist es harmlos. Wenn du das glaubst, solltest du mal mit diesen Frankensteinschlägern in den roten Overalls reden. Meinst du diese Glatzköpfe? Genau die. Die rasieren sich den Schädel, um sich nicht gegenseitig zu skalpieren. Schutzhandschuhe wären gut. So, was ist, wenn ich jetzt von hier aus? Komm. Jetzt. Alles okay? Das war knapp. Was zur Hölle war das? War alles richtig. Das ist es nicht wert. Soll sich der Boss sein Geld doch in die Haare schmieren. Feuer. Hallöchen. Hi. Oha. Junge, wie viel Schaden hat der bitte gemacht? Elender Hund, ey. Oh, Junge, wie viel Schaden hat der gemacht? Was willst du? Nichts. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Noch ein Schritt und du bist tot. Nee. Eher wohl umgekehrt. Gut, dass wir den Weg gegangen sind. Jetzt, Leute, erzähle ich euch jetzt mal was. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier Medizin nehmen werde. Ganz einfach, das war der Hauptgrund jetzt. Jetzt wisst ihr, warum ich manchmal so ein bisschen strukturiert vorgehen möchte. So, Tür aufmachen und los geht's. Checkpoint, sehr gut. So, hier kann ich wahrscheinlich wieder nicht durch. Oh doch. Komm schon, nur nicht nervös werden.
Ich warte nicht gern. Was, wenn die Cops auftauchen? Wie lange dauert es, mit dem Vogel abzuheben? 10 Sekunden höchstens. Worüber machst du dir denn Sorgen? Wenn es Ärger gibt, bist du längst weg. Wir sollen den Hubschrauber sabotieren, ne? So nebenbei, falls ihr es nicht wisst. Das ist mir egal. Wir warten, bis der Kerl auftaucht. Da ist ein Gegner vor mir. Ich wäre sicher nicht begeistert, wenn wir mit leeren Händen zurückkommen. Ist ein Gegner vor mir, oder? Hier muss ein Gegner unten sein. Hä? Ah, nein, er ist gegenüber von mir. Ich verstehe. Ich habe ihn von hinten, komm. Okay, der ist auch down. So, und jetzt? Oh Gott, wenn ich da reingehe. Ach komm, ich probier's. Ich kann die Tür nicht öffnen. Nein. Was muss ich machen? Ah, unten lang. Ah, hier, glaube ich, ne? Oh, krass, was für einen Weg wir nehmen müssen. Alter Schwede. Betthaken. Fallen lassen. Hangeln. Krank. Ah, das ist jetzt wirklich krank, was wir machen. So, dann muss ich, glaube ich, hier einmal runter. Ich muss das ja sabotieren, deswegen. So. Da kann ich bestimmt was machen. Okay, ich muss, glaube ich, ganz nach oben wieder. Langsam. So, hier kann ich, glaube ich, sabotieren, oder? Hä? Ah, nein, du denkst doch nicht. Er ist es. Er muss es sein. Was machen wir jetzt? Was können wir dann machen? Keine Ahnung. Was für Gespräche die führen, ne? Ja, das ist so witzig teilweise. Ah, Mann, ich muss hier hoch, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wie. Hier rüber? Ja, und dann hoch. So, und jetzt... Krass. Wir verlieren den Helikopter. Wo ist der Pilot? Was zum Teufel macht der Kerl? Oh mein Gott, die haben alle richtig Angst. Jetzt da mal ein bisschen verprügeln. Oh, die haben richtig Angst, die Kollegen. So, hi. Ja. So, du bist down. Alter, der lebt ja immer noch. Krass. Nix da, Gnade. Du auch noch, Kollege? Oh, den kann ich gar nicht nehmen. Aber dich. Jetzt kommt der Pilot, das ist der doch, oder? Sagen Sie mir, wo Ihr Boss ist. Was zum... Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich arbeite für niemanden. Sie lügen. Sie arbeiten für Dr. Jonathan Crane und Sie werden mir sagen, wo er ist. Das kann ich nicht. Mein Bruder liegt in Cranes Krankenhaus. Wenn ich rede, rächt er sich an Walter. Sie werden Gotham verlassen und nie wieder mit Dr. Crane reden. Er weiß nicht, dass ich komme. Und falls doch... weiß ich, dass Sie es ihm gesagt haben. Okay, einverstanden. Ich schwöre, dass Sie mich nie wiedersehen werden. Erledigen wir ihn. Danke, das werden Sie nicht bereuen. Das war unerwartet. Wir versuchen, mich zu benutzen, um seinen Bruder aus Arkham zu befreien. Ich werde ihn unauffällig begleiten. Vermutlich.
Vermutlich führt er mich direkt zu Dr. Crane. Das ist die Gnadenlosigkeit, die ich erwarte, Sir. Was zum Teufel? Was war denn das jetzt wieder? Alter, was war das denn jetzt mit dem Checkpoint? Krank. Hinter ihm her? Oh, der ist schon lange weg, schon lange weg. Oh mein Gott. Was denn alle? Nein! Nein! Nicht! Oha, er wird richtig kaputtgeschlagen. Okay, der Typ ist down. Oh, jetzt geht's richtig rund, Freunde. Hier irgendwo muss Crane sein, wahrscheinlich. Okay, Freunde, vielen Dank dann fürs Mitschauen. Wir sehen uns wieder bei einer neuen Episode hier von Let's Play Batman Begins. Unglaublich geil, muss ich sagen. Also irgendwie witzig tatsächlich und mehr kann ich dazu nicht sagen. Haut rein. Ciao, ciao.